Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier bei mir, dem Chris Schnizzy und Space Engineers. Nächste Folge. Ja, da ist unser Goliath und ich hatte gerade einen Frosch im Hals. Kurze Info, ich habe noch zwei Mods installiert. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich habe es in der ersten Folge gelesen bei YouTube. Die ist jetzt gerade raus und da bin ich schon bei Folge weiß ich nicht was. Aber sei es drum, ist ja hier immer so. Ich zocke jetzt einfach, ich suchte. Ich habe hier ein Fill-Level für einen Container eingebaut. Das heißt, das ist eine Mod, um zu wissen, wie viel Zeug ist in den Containern drin. Ja, ich weiß nicht, ob die das auch haben. Genau, die haben das auch hier. Da sieht man hier ein Fill-Level. Da sieht man, wie viel ist da drin in dem Container. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Brauchen wir auch. Finde ich geil. Hat was, ja. So, haben wir also irgendwelche Level-Anzeigen. Hier brauchen wir ja keine. Hier haben wir ja welche. Aber so, dass ihr da Bescheid wisst, das ist ein Mod. Und ich habe einen Mod von Splitzy installiert. Und Splitzy, jeder, der mit Space Engineers zu tun hat, kennt Splitzy eigentlich. Weil Splitzy ist... muss mal das Spiel ein bisschen lauter machen. Splitzy ist einer der Größen in Sachen Space Engineers. Er ist, leider spricht er Englisch, für viele also ein Problem, aber er hat, was er macht, und zwar das hier. Ja, das heißt, die haben jetzt einen angenehmen Sound. Genau, die Werkzeuge sind jetzt angenehm leise und wir können damit das Spiel von der Lautstärke ein bisschen hochdrehen. Das habe ich gerade gemacht. Ja, so. Was wollen wir heute machen? Also ich wäre dafür, dass wir jetzt erstmal zum Eissee fliegen und auf dem Eissee erstmal ein bisschen Eis aufnehmen, dass wir ein bisschen Sauerstoff und noch zwischendurch ein bisschen Wasserstoff generieren können. Würde ich einfach mal machen. Unser Wasserstoff ist voll. Wir drücken K, wir gucken mal ganz kurz beim Wasserstofftank. 100%, ja, 100% haben wir. Okay, machen wir mal alle Triebwerke an. Zumindest die, genau die. Genau, die laufen alle, wunderbar. Und koppeln wir mal ab, oder was? Geht los, abgekoppelt. So. Schieben wir uns mal ein bisschen rüber hier. Und dann fliegen wir mal los. Wir verbrauchen ja nur Strom im Moment. Kein H2-Gas. Wir drücken mal H, damit wir den See auch richtig sehen. Und ja, 42 Minuten können wir mit dem Strom hier arbeiten, das ist okay. Wie gesagt, das Schiff ist ein bisschen träge. Wiegt aber auch 500 Tonnen, dürfen wir nicht vergessen. Jetzt steht da nur noch 69 Tonnen. Ah, ich weiß warum, ich bin so dumm, ey. Natürlich 500 Tonnen, weil ich an der Station angedockt war. Oh, ich bin dumm. Entschuldigung. 70 Tonnen wiegt es natürlich leer. Ich hatte mich schon überlegt, wie kann das denn 500 Tonnen wiegen? Ja, 70 Tonnen. Ach Mann, ich bin dumm. Es tut mir leid, ich bin dumm. Ich bin einfach nur dumm. Es tut mir leid. Aber auch das gehört dazu. Es ist laut. Ist das laut, das Ding? Müssen wir wahrscheinlich doch nochmal leiser drehen. Ein bisschen die Sounds. Wenn wir nämlich bohren, dann werden wir ordentlich Lärm haben. So, der Sauerstoffgenerator ist aus. Den können wir aber auch anschalten. Der wird ja ein bisschen Strom verbrauchen. Und jetzt holen wir uns erstmal hier ein bisschen Eis ab. Jetzt gucken wir mal, wie es mit dem Bremsen ist. Oh ja. Oh, guck hier vorne das Triebwerk, das ballert ordentlich. Boah. Geht. Bremstriebwerk, haut hin. Die Geräusche sind einfach nur so schön, ja. Es fetzt, ich find's geil. Ich bin schon wieder total baff, ey. Weiß gar nicht, ob das hier so einfach geht, aber es scheint so zu gehen, ja. Ja, unser Fuß ist im Weg, ne? Ah, den haben wir scheiße hingebaut, unserem Fuß.
So, ich denke, das sollte reichen. Okay, wir sind gelandet. Das heißt, wir können jetzt mal die 9 drücken, dann geht das aus. So, und jetzt können wir mal gucken, was hier passiert, ob wir Eis im Inventar haben. Ja, wir haben Eis im Inventar. Das Cockpit ist voll. Im Generator ist auch Eis und im Verbinder ist Eis und im Frachtcontainer ist Eis. Jawohl, alles klar. Dann haut doch das hin. Dann ist tatsächlich auch Eis in den Frachtcontainer gekommen. Für die Sauerstoffproduktion, wisst ihr doch. Ja, also wir brauchen ja eigentlich... jetzt haben wir endlich auch nur das hier drin, was hier reingehört. O2-Generator, der läuft, der macht Sauerstoff. H2 muss er ja nicht machen, weil die sind schon voll, glaube ich. Oder noch voll, nicht schon voll, die sind noch voll. Ja, 100%, das sieht gut aus. Alles klar. Gut. Okay, geht los. Oder was? Na, wir speichern nochmal. Wir speichern nochmal hier ab, genau. So, geht los. Wir drücken die 1. Okay. Die Gruppe Fahrwerk ist hier nicht mehr drin. Doch, hier ist sie. Ach, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich Blödmann. Ja, ja, Entschuldigung. Ich habe die scheiß Taste gedrückt. So, 9. Triebwerke sind an. Gucken wir mal, sind die auch wirklich an? Ja, sind alle an. Alles klar. Funktionieren die auch? Ja, funktionieren. So, dann entriegeln wir mal. Und auf geht's. Steigen jetzt senkrecht auf. Das muss ausreichen. Es geht da ordentlich voran, wa? Würde ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt die Hydrogen-Booster anmache, geht es noch schneller. Aber mehr wie 99 geht eh nicht. Also doch 110 oder 105, ja. Aber das reicht ja so. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Eis da, um Sauerstoff zu bearbeiten, um Sauerstoff herzustellen. So, jetzt stellen wir schon fest, bei 6000, jetzt wird es langsam schon weniger. Ja, es wird weniger, aber es geht noch. Wir sind noch am Steigen. Es war vorhin noch 10.000, das war ein bisschen lustig. Jetzt hat es ja schon bei 6000 angefangen aufzuhören. Sei es drum. So, jetzt machen wir dann die 9 und die 8, tauschen wir dann. Jetzt geht's los. Bis jetzt funktioniert alles. Eieieiei, die haben nicht genug Schub, guck mal. Die haben nicht genug Schub, die Jungs. Eieiei, da müssen wir noch ein drittes Triebwerk anbauen. Wenn ich nämlich zu weit hoch pieke hier, also hoch, die Nase hoch mache, verlieren wir an Höhe. So, wie sieht das jetzt hier aus? Was hört aus? Immer weiter hoch die Nase, immer weiter hoch.
Das war fast 90 Grad haben. Haben wir noch nicht. Also noch weiter hoch. Noch weiter hoch. Jetzt haben wir fast 90 Grad. Ein Stück nach rechts. Naja, so ungefähr. So, jetzt sind wir ja schon fast im Weltall hier. Naja, wir fliegen ja meistens leer hoch. Also von daher geht das ja eigentlich. Ne? Wir fliegen ja nur voll runter. Also ich hoffe, dass wir halbwegs heil ankommen unten. Werden wir sehen. So, die großen. Oh. Die großen Triebwerke, also die kleinen. Oh, die kleinen da sind noch aus. Warum sind denn die mit an? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Die haben wir doch aber eigentlich alle ausgemacht. Ich trigger die mal. Mit der 7. Ja, da haben wir immer drei vergessen, vier vergessen. Die müssen wir dann auf jeden Fall im All noch mit eintragen. Sonst haben wir ein Problem. So, hier haben wir ja jetzt noch nichts rangeschrieben hier. Also gucken wir uns mal den hier an. Gehen wir mal dahin. Sein, dass der voll mit Silber ist. Also ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn wir bremsen. Dann wird wahrscheinlich unser Schiff explodieren. Gehe ich von aus. Es wird so sein. Wollen wir mal bremsen? Wir bremsen mal. Alter, sind das ein paar Bremstriebwerke. Sehr schön. Sehr schön. Okay. So, wir haben natürlich keinerlei Informationen, wie weit das jetzt hier noch ist. Aber das werden wir ja dann sehen. Okay, da haben wir was gesehen. In 26 Kilometer Entfernung. So, wir müssen jetzt nochmal in unsere Gruppe gucken. Die Gruppe... oh, scheiße. Auftriebbooster, ne? Die haben wir ja nicht mehr, ne? Die können wir ja löschen. Die heißt... wie haben wir die genannt? Die H2 Booster, ne? Welche sind die H2 Booster? Okay, das sind welche? Das sind, was haben wir gesagt? 27, 28, 29... Dann 30, 31, 32, 33, 34, 35 und dann noch. Warte mal, 33? Wie viel sind denn das? 3, 6, 9. Aber es müssen ja noch mehr sein. Ach, hier oben, die fehlen noch. Oder? Warte mal. 24, 25, 26 fehlen noch, genau. Die müssen da noch mit rein. So, jetzt lass mich mal kurz unter das Schiff gucken. Die müssen wir noch ausmachen. 24, 25, 26 haben wir gesagt. 24, 25, 26. Die müssen ja aus sein, müssen an sein, die sind jetzt aus. So. Und wenn wir jetzt die Booster, die 7, gehen die an, jetzt gehen sie aus. Jawohl, jetzt haben wir alles richtig gemacht. So, wir brauchen natürlich jetzt die Alt-Taste, genau, und jetzt Feuer frei. Der O2-Generator ist an. Gucken wir mal, wie sieht es denn eigentlich im Sauerstofftank aus? Da ist nichts, ist keine Anzeige. Warum? Doch da. Oh ja, guck mal, da ist ja alles schick. So, ich habe hier gerade irgendwo habe ich ja gerade was Rotes gesehen. Naja, die werden hier schon auf uns schießen irgendwann. Aber ist egal, wenn sie uns verschießen, dann machen wir einfach Spiel neu und dann ist gut. Spiel laden und Ende. So, was haben wir hier bei der Liste gehabt? Da hatten wir Licht und die Rundumleuchte und die Gatling. Genau, alles klar. Oh, der ist gar nicht so weit weg da, der Typ. Ja, quieter Sounds hier von Sneaky Sounds von Splitzy habe ich installiert, wie gesagt, habe ich ja schon erzählt. Sehr schön, damit wir da ein bisschen ruhiger arbeiten können.
So, ich hoffe natürlich hier auf Silber oder Platin. Aber Platin weiß ich nicht. Das gibt es, glaube ich, nur auf anderen Planeten oder so, wenn ich mich irre. Oder gibt es das nur im Weltall? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Das ist ja das Schöne, dass wir es nicht wissen. So können wir ein bisschen Spaß am Spiel haben. Oh ja, da fliegt irgendein Viech rum. Ich hoffe, der schießt nicht auf uns, ey. Da müssen wir uns ganz schnell verpieseln. Was mache ich denn eigentlich hier? Warum habe ich denn eigentlich die Trägerheitsdämpfer nicht ausgemacht? Wir brauchen noch hier keinen Sprit verbrennen, ich Blödmann. Na, wir fallen langsam runter. Klar. Weil wir sind noch in der 014G, haben wir noch. Aber hier scheint irgendwo ein Roter rumzufliegen. Das habe ich gesehen. Vielleicht ist das ja seine Basis hier. Werden wir dann sehen. Haben wir eigentlich ein Dings mitgenommen, einen Erzdetektor? Ich hoffe. Kilometer ist der weg. Alte Scheiße. So, Steuerung 2. Die 1 drücken. Oh, super, da sehen wir ja überhaupt nichts, aber ist egal. So, wir machen jetzt mal Trick 17. Wir gucken mal, ob die Dings funktionieren. Wir drücken mal die 5. Jetzt sind unsere Erzhoshis draußen. Ja, wir brauchen mal sowas wie ein Laser-Entfernungsmesser oder sowas. Sowas wäre immer geil, wenn wir sowas mal hätten. Können wir jetzt mal irgendwann den scheiß Reut treffen hier, oder was? Ah, der Kegel wird kleiner, jetzt kommen wir näher. Ja, warte mal. Ja, funktioniert. Hä? Wo fällt denn das raus? Ja, es fällt da raus. Ja, es fällt an der Seite raus. Sehr schön. Gut, das wollte ich wissen, ob das geht. Es funktioniert. Okay. So, bleib mal da stehen, bitte. Oh, 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 oh. Man muss auch schon mal J drücken. Oh, oh. Oh, das war knappig, wa? Wie, O2 ist leer. Hä? Ach so, wir sind im Weltraum. Na klar, da ist O2 ja leer, klar. So, wie sieht's denn aus hier? Kam eine Antenne von meinem Schiff? Ja, Hammer. Okay, alles klar. Entfernt sich das von uns? Ne, es bleibt da stehen. Tja, das ist ein Riesenbrocken, aber hier ist nichts. Ist nichts.
Hey, ich hab da Lichter an. Wieso sehe ich denn hier nicht? Was soll denn die Scheiße? Wofür habe ich denn ein Licht, wenn ich nicht sehe, ey? Was ist denn das? Hier ist ja überhaupt nichts. Hier ist ja nicht mal Silber und nix. Gar nix. Hier ist irgendwas. War das mein Schiff? Tja, Pupsi-Schiff. Wir haben hier richtig Glück, wa? Wir haben richtig Glück. Hier ist nix in dem Scheißding. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Doch, hier ist irgendwas, oder? Ne, hier ist nichts. Sah so aus, als wäre da was, aber da ist nichts. Geil. Da ist irgendwas. Ja klar, man könnte jetzt hier rinfliegen und könnte gucken, ob wir hier drin irgendwo was finden, ja. Aber es sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus, weil hier würden wir ja wahrscheinlich überhaupt nicht reinkommen dann mit unserem Schiff. Hier ist irgendwas. Nee. Ist was? Ist das was? Was ist das? Ein Stein. Ah, brauchen wir nicht. Ist nichts. Naja, der ist hier schon ein bisschen hohl, der Stein, ja? Du Scheiße, hier kannst du dich ja total verirren hier drin. Ach du Scheiße. Nee, das machen wir mal besser nicht, ey. Na gut, also, den können wir schon mal abhaken. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Sage ich jetzt einfach so, dass da nichts ist. Der ist da auf der Seite, dann müssen wir mal. Würde ich sagen, fahren wir mal nicht zu ihm hin, sondern nehmen mal die da hinten weiter. Also ich denke mal so bei 50% oder so werden wir wieder abzischen. Ja, wir haben noch Gravitation 0,09, also wir schaffen es nicht ganz ohne Antrieb dahin zu fliegen, weil wir noch vom Planeten weg müssen. Wir fallen also ganz langsam wieder zurück. Das sehen wir auch an der Geschwindigkeit. Hier ist noch ein bisschen Atmosphäre. Aber ist egal, wir können coasten. Und das ist wichtig. Können ja auch nochmal drauf drücken. Trägheitsdämpfer ist ja weiterhin aus. Und 24 on, 3 off bei den Antrieben. Aha. Welche sind nicht an? Die sind an, die sind an. Die leuchten alle, die leuchten alle. Die vorne leuchten auch. Welche leuchten die nicht? Die drei sind an. Die drei sind auch an. Wo ist denn hier irgendeiner nicht an? Hm.
Der da hinten, der Weiße, der gefällt mir. Der sieht doch schon gut aus. Der ist nur 8 Kilometer weg. Oh Gott, ey. Irgendwo hier rechts von uns. Wir haben keine Munition. Hier hat gerade wieder irgendwas geleuchtet. Boosten mal ein bisschen in die Richtung. So, jetzt sind wir raus aus der Atmosphäre. Jetzt können wir coasten. Jetzt haben wir ja keinen Stress mehr. Ja, das ist das Schöne bei Space Engineers, man kann coasten, ne? Da ist schon, da leuchtet schon irgendwas. Das ist schon gut. Das wird Eisen sein, so wie das aussieht. Kein Eisen, oder? Es ist viel, viel roter als Eisen. Aber es wird uns nicht angezeigt. Warum eigentlich nicht? Wir haben noch einen Erdscanner. Weil wir wahrscheinlich noch zu weit weg sind. Aber es sieht aus wie Eisen. Oder ist das Platin? Ich habe keine Ahnung. Aber der Erdscanner zeigt uns nichts an. Warum nicht? Zeigt er nichts an? Verstehe ich nicht. Eisen, ja, dachte ich mir. Das Eisen ist. Ja, mit Eisen können wir nichts anfangen. Das macht uns schwer und kostet. Gibt es auf der Erde auch genug. Naja, klar, man muss wahrscheinlich innen drinne irgendwas finden, ja. Man muss innen drinne hier rinbohren und dann werden wir schon irgendwas finden, aber die meisten... Schießt hier irgendwas auf mich? Ne, sieht da nur so aus. Die meisten Sachen sind natürlich innen drinne, verstehe ich auch, ja. Aber dann muss man auch mal die Möglichkeit haben, von außen zu sehen, was das ist hier. Ja, also Silber war zum Beispiel extrem schwer zu sehen. Ja, das war nur ein Schatten. Ah, schon wieder angeditscht. Also ich sehe hier nichts. Das ist Stein, oder? Ja. Stein. Auf der Sonnenseite des Lebens. Hm. Gibt's nichts. Ist jetzt blöd oder was? Gibt's hier so wenig auf den scheiß Asteroiden hier? Also ich sehe hier keinen Farbunterschied. Ich weiß nicht, ob ihr was seht. Ich sehe nichts. Hier ist so ein Streifen drin, ja. Den sehe ich. Aber wenn ich schon hier rankomme, ist der weg. Ja, ist er weg. Nur ein Schatten.
Ist nichts. Und der Bohrer zeigt auch nichts an. Außer das Eisen. Ist ja schon wieder scheiße. Hier könnte was sein hier, aber der Bohrer zeigt nichts an. Also meiner Meinung nach ist hier nichts. Stein. So, Juti, sehen wir uns in der nächsten Folge, wa? Bis dann, tschüss.